Heute möchte ich nochmal den Unterschied zeigen oder den Zusammenhang zwischen symbolischen und ikonischen Beweisen. Ja? Also zwischen Beweisen, die rein auf der Symbolebene sind und Beweisen, die auf der Anschauungsebene operieren. Und zwar an einem einfachen Beispiel mal veranschaulicht, nämlich an der ersten binomischen Formel. Ja? Die erste binomische Formel kennt jeder, ne? Ich schreibe es hier mal rein. A plus B zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. So. Angenommen, Sie bekommen so eine Aussage und die wollen Sie jetzt beweisen. Ja? Und unser Eins denkt dann immer sofort erstmal an einen symbolischen Beweis. Ne? Das muss ja symbolisch durchgezogen werden mit algebraischen Umformungen. Und das können wir auch gleich mal machen. Ne? Also angenommen, Sie wollten jetzt beweisen, dass die linke Seite gleich ist zu der rechten Seite. Und wir fangen mal bei der linken Seite an. A plus B Quadrat. Wie könnte man da loslegen? Ja? Okay, das ist A plus B, genau, mal A plus B. So, ne? Okay. Wie geht's weiter? Ja? Anfangen und ausmultiplizieren. Genau, welches Gesetz wende ich denn da an? Oha. Das OH-Gesetz, genau. Also ausmultiplizieren muss ich jetzt, ne? Mit welchem Gesetz? Naja, mit dem Distributivgesetz. Ne? Genau, Sie nicken, okay, Sie haben es auch schon so gewusst, aber nicht getraut zu sagen. Genau. Okay, jetzt fangen wir mal an, das Distributivgesetz einmal anzuwenden. Ne? Und zwar können wir uns ja mal vorstellen, Moment, machen wir hier mal farbig. Wir betrachten diesen Teil jetzt hier mal als Ganzes, ja? Und multiplizieren das mit a und das nochmal mit b und addieren das Ganze. Also, das ist a plus b mal a plus b mal b. So, wie geht's weiter? Ja? Ja, wir können die einzelnen quasi ausklammern. Welches Gesetz wenden wir da an? Genau, auch das Distributivgesetz. Ja, genau. Wenden wir es also jetzt, also insgesamt muss man es dreimal anwenden. Ne? Einmal im Globalen und dann nochmal zweimal auf diese einzelnen Teile. Okay, dann haben wir hier a Quadrat plus a plus b mal a, schreiben wir es mal aus, plus a mal b. Plus b Quadrat. Naja gut, ich kürze jetzt ab, ne, das kann man zusammenfassen zu a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Wenn man jetzt extrem formal drauf wäre, würde man jetzt jede Anwendung des Kommutativgesetzes und so weiter noch anführen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ne? So, das ist ein symbolischer Beweis, binomische Formel, den man durchführen kann, auf einer rein abstrakten Ebene, ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert vielleicht. Also die Gefahr ist dabei, dass man rein algebraisch umformt durch Anwenden syntaktischer Regeln, ohne tatsächlich eine Vorstellung davon zu haben, was man da tut. Eine Vorstellung von dem, was man da tut, kann man relativ gut bekommen durch ikonische Beweise. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal, wie man einen ikonischen Beweis durchführen kann, für die erste binomische Formel. Wir haben es ja hier mit Quadraten zu tun, ne? Mit Quadratzahlen, wenn Sie so wollen. Wie könnte man denn eine Quadratzahl visualisieren? Wie könnte man eine Quadratzahl visualisieren? Ja? Mit Hilfe eines Quadrates. Das ist natürlich liegt nahe, ja, genau. Also, ich mache das mal hier unten hin. Na, wenn Sie einen Ausdruck z-Quadrat haben, nehmen wir z-Quadrat, ja, dann können wir doch das Ganze darstellen als Quadrat. Was kann ich jetzt hier dran beschriften? Ja? Jede einzelne
genau, die Seiten mit z und die Fläche des Quadrats ist z Quadrat. Ja? So, also wir multiplizieren hier ja zwei ganze Zahlen miteinander oder zwei natürliche Zahlen oder zwei reelle Zahlen, ja, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Die Zahl an sich können wir ja als Länge interpretieren. Und wenn ich zwei Längen sozusagen miteinander multipliziere, dann erhalte ich hier eine Fläche, einen Flächeninhalt, genau. Also ich gehe sozusagen durch die Multiplikation zweier Längen in den Flächenbereich. Und jetzt, wenn ich nochmal eine dritte ran multiplizieren würde, dann käme ich in den dreidimensionalen Bereich. Also kommt immer eine Dimension mit hinzu. Ja? So, okay. Also ich habe hier sozusagen jetzt das Quadrat bezeichnet, die Seitenlängen mit z und z mal z ist z Quadrat, bezeichnet den Flächeninhalt des Quadrats. Okay. So. Wie ist jetzt unsere Situation bei a plus b Quadrat? Wie könnte man das jetzt darstellen? A plus b zum Quadrat? Ja? Genau. Genau, die Seiten mit a plus b beschriften. Was bedeutet eigentlich, wenn ich jetzt in Längen denke, a plus b? Ja? Das ist die Länge a und die Länge b hintereinander gehängt. Ja, die Strecke a und die Strecke b aneinander gesetzt und a plus b ist dann sozusagen die Gesamtlänge. Wir vermischen hier gerade die Streckenbezeichnung und die Länge der Strecke und so, aber das spielt keine Rolle an der Stelle, ja, sondern es geht ja mehr um intuitiven Zugang. Genau. Also wir haben a, die Strecken a und b, die aneinander gelegt werden und dann haben wir die Gesamtlänge a plus b. So, das heißt, wir haben die Strecke A und B. Die legen wir aneinander und erhalten die Gesamtstrecke A plus B aneinander gelegt, beziehungsweise die Länge A plus B. So, das Ganze machen wir jetzt auch nochmal in der zweiten Dimension. A, B, so, okay. So, jetzt haben wir hier die Strecken aneinander gelegt, ne? Was wir jetzt hier haben, ist ein Quadrat mit der Fläche, mit Flächeninhalt a plus b zum Quadrat. Na, ist klar. Wir haben hier a plus b, da a plus b, das heißt, wir haben a plus b zum Quadrat. So, jetzt kann man dieses Quadrat aber auch noch zerlegen. Ja? Und zwar, genauso wie wir es jetzt gerade eingezeichnet haben, führe ich das mal fort. So, ich habe es jetzt in vier Teile zerlegt. Ne? Und jetzt sieht man sofort, aus welchen Teilen besteht das denn? Ja. Aus a Quadrat, aus b Quadrat und dann eben zweimal a und b. Genau, hier haben wir das Quadrat mit dem Flächeninhalt a Quadrat. Da haben wir das Quadrat mit dem Flächeninhalt b Quadrat. Und da haben wir jeweils ein Rechteck mit dem Flächeninhalt a mal b. Genauso hier a mal b. Ja? Also hier a mal b und da a mal b. So. Und jetzt sehen Sie, dass die Gesamtfläche a plus b zum Quadrat, die Gesamtfläche a plus b zum Quadrat, also wenn ich a plus b hier nehme und da nehme und dann quadriere, ist das gleiche wie der Flächeninhalt dieser vier Teilrechtecke oder Teilvierecke aneinander gesetzt. Also ich habe hier dann a Quadrat plus ja, a mal b plus a mal b, also 2ab plus b Quadrat. Der Flächeninhalt ist ja gleich vom gesamten Quadrat und von der Summe sozusagen dieser Teilflächen. Und ja, das ist jetzt ein ikonischer Beweis. Ne? Man sieht sozusagen anhand des Bildes, das ja auch allgemein gehalten ist. Ich habe jetzt hier nicht
bestimmte Seitenlängen mit bestimmten Längen belegt, wie 3 cm oder 2 cm, sondern es ist weiterhin im Allgemeinen gehalten. Ja, die Längen sind mit A und B bezeichnet, das heißt, ich kann beliebige Zahlen A und B nehmen. Und ja, insofern ist in diesem Bild schon die Allgemeinheit angelegt und man kann sich anhand des Bildes davon überzeugen, dass das immer so ist. Ist natürlich auch eine gefährliche Sache, ne, weil man sich auch durch Bilder täuschen kann. Also ihr alle kennen die Situation, dass man ein allgemeines Dreieck braucht und man zeichnet ein allgemeines Dreieck und ein allgemeines Dreieck zu zeichnen gelingt einem eigentlich nicht, weil es entweder gleichschenklich ist oder rechtwinklig oder womöglich auch noch beides. Ja? Also ein allgemeines Dreieck zu zeichnen ist schwierig, sodass man durch das, was man gezeichnet hat, auch getäuscht werden kann. Also man muss immer aufpassen, dass man tatsächlich sich durch das Bild, das man macht, nicht in der Allgemeinheit bereits einschränkt und dann Dinge zeigt, die jetzt an diesem konkreten Bild funktionieren, aber nicht an jedem anderen Bild, das auch hätte in dieser Situation gezeichnet werden können. Okay, aber hier funktioniert es immer.